Rettungspilot Hans Wank und Notärztin Sabine Jobmann sprinten zum nächsten Einsatz. Alarm für Christoph II in Frankfurt. Der Auftrag lautet: dringende Überführung in die Gießener Chirurgie. Rettungsassistent Rolf Schmidt gehört mit zum Team. Wenig später ist das Ziel erreicht. Ein kleines Krankenhaus in der Provinz. Über Funk haben sie erfahren, dass es dem Patienten sehr schlecht geht. Blutdruck und Puls zeigen dramatische Werte. Die Atmung setzt immer wieder aus. Stück hoch. Und schön mittig legen. Wichtig, mittig. Jetzt muss der Kreislauf unterstützt werden. Das Rettungsteam ist angespannt. Sabine Jobmann versucht es mit einer Spritze und stabilisiert vorübergehend die Herztätigkeit. Ja, dem geht es nicht so gut, dem Patienten. Also wir sollten uns nicht allzu sehr stressen lassen, weil dadurch ist dem Patienten natürlich auch nicht geholfen. Aber wir müssen halt zügig arbeiten. Der Puls scheint jetzt stabil genug für den Flug. Es gibt keine Alternative. Der Mann muss sofort operiert werden. Nach rechts. Nur wenige Kilometer bis zur Uniklinik in Gießen. Auf dem Flug hat sich der Zustand des Patienten verschlechtert. Im Aufzug zum Operationssaal wechselt Sabine Jobmann deshalb noch schnell die Infusion. Sie haben alles gegeben. Jetzt können sie nur noch hoffen. Zurück in Frankfurt. Die erste kleine Pause. Sabine Jobmann und Assistent Rolf Schmidt erledigen Büroarbeiten. Die Kantine ist geschlossen. Pilot Hans Wank muss sich ein Brötchen schmieren. Ja, wir haben jetzt 3 Einsätze weg. Die Mittagszeit ist an sich schon vorbei. Man könnte zwar sich was zurückstellen lassen, aber dazu sind wir heute halt nicht gekommen. Und wer weiß, wie es weitergeht. Genau so. Jetzt passiert es gerade. Jetzt haben wir den nächsten Einsatz und jetzt können wir das gerade ummessen los. Auf geht's. Komm mal. Darf ich auch mit? Du darfst auch mit. Es geht zur A3. Unfall mit einer Schwerverletzten. Pilot Hans Wank sucht angestrengt nach einer Route ohne Hochspannungsleitung. Also ihr beiden, mal ganz kurz zur Info. Wir wissen noch gar nicht, ob wir hinkommen, wie das aussieht. Sie haben Glück. Die Sicht klart auf. Der direkte Anflug ist jetzt möglich. Die Landung ist schwierig. Die Autobahn ist noch nicht voll gesperrt. Es ist immer heikel, auf einer Autobahn zu landen, weiß Polizeipilot Hans Wank aus jahrelanger Erfahrung im Rettungshubschrauber. Manche Autofahrer versuchen bis zur letzten Sekunde durchzukommen, bis der Heli fast schon am Boden ist. Jeder weiß genau, was zu tun ist, ohne viele Worte. Warum die Fahrerin dieses Kleinwagens die Gewalt über ihr Fahrzeug verloren hat, ist noch ungeklärt. Der Wagen hat sich 6-mal überschlagen. Die Fahrerin ist in akuter Lebensgefahr. Sabine Jobmann und die anderen kämpfen um das Leben des Unfallopfers. Die Reanimation gelingt. Die Verletzte atmet wieder. Jetzt muss sie möglichst schnell in die Neurochirurgie. Überwachung, keine Freiflüssigkeit. 12 Flugminuten später Landung auf dem Dach der berufsgenossenschaftlichen Unfallklinik in Frankfurt. Sie haben es gerade noch geschafft. Die fast schon tot geglaubte Frau erreicht die Frankfurter Spezialklinik lebend. Sabine diktiert im Schockraum den ersten Befund für die Operationsärzte. Patientin ca. 60 Jahre alt, Hochhausaustrauma auf der BAB3, hat sich mehrmals überschlagen. Sie hatte keine Schutzreflexe mehr, man konnte sie so intubieren. Sie hat einen Pneumothorax-Rex, der ist entlastet, sie hat Frakturen an den Oberarmen. Der Bauch ist extrem gebläht, ich habe keine freie Flüssigkeit gesehen, aber das scheint mir suspekt. Obacht! Die Ärztin Sabine Jobmann schätzt die Überlebenschancen der Patientin auf höchstens 50-50. Aber wenigstens konnten sie sie lebend ins Krankenhaus bringen. Viele dieser Patienten, die diesen Zustand dann haben, die bekommen wir gar nicht wieder. Aber in ihrem Fall ist es jetzt gelungen, nach weniger als 5 Minuten. Tage später erfährt das Team, dass die schwerverletzte Autofahrerin überlebt hat. Auch dank ihrer schnellen Hilfe aus der Luft. Ja, ich komme mit dir, ja. Und wieder der nächste Einsatz. Wieder ein schwerer Unfall auf der Autobahn. Ein harter Job im Minutentakt für die drei. Aber Sabine Jobmann ist sich sicher, genau die richtige Aufgabe gefunden zu haben. Man kann diesen Menschen auf alle Fälle helfen. Und das finde ich total positiv. Einfach dieses Miteinander mit den Menschen arbeiten und den Menschen helfen. Arbeiten im Grenzbereich zwischen Leben und Tod. Normalität für die Engel.